Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Blende. Die Blende ist einer von drei Säulen der Fotografie, also ein ganz, ganz wichtiges Element. Und die schauen wir uns heute genauer an, denn sie beeinflusst auf der einen Seite die Belichtung des Bildes und auf der anderen Seite die Schärfentiefe. Was ist die Schärfentiefe? Was ist die Belichtung? All das werden wir jetzt in diesem Video klären und danach weißt du hoffentlich Bescheid über die Blende und kannst sie richtig schön kreativ einsetzen. Viel Spaß! Wir sind hier in den Dolomiten unterwegs und ich bin gerade an den drei Zinnen. Wir gucken gerade auf die Rückseite von den drei Türmen und das möchte ich jetzt aber gar nicht so unbedingt fotografieren. Ich habe hier nämlich auch noch einen ganz coolen Fotospot gefunden, wo wir einen schönen Hintergrund haben, Bergketten, einen schönen Vordergrund, hier so ein bisschen Gestein, ein bisschen Blumen und ich fotografiere also Landschaften und möchte dabei die Blende erklären und wie man damit wirklich kreativ umgehen kann. Los geht's. Ich habe hier schon mir mal einen Spot rausgesucht, ja? Und werde jetzt hier die Kamera einfach mal aufs Stativ packen, damit wir immer die gleiche Position haben. Ist auch ganz wichtig jetzt in diesem Video, dass wir hier immer die gleiche Position haben, damit du die entsprechenden Fotos dann auch gut vergleichen kannst. Und jetzt haben wir hier ein richtig schönes Motiv. Hier im Vordergrund die Steine, im Hintergrund die Bergkette. Und ich denke mal, das wird am Ende ein richtig schönes Foto. Insgesamt gibt es drei Säulen der Fotografie, wie ich sie immer so schön nenne. Nämlich die Blende, die Verschlusszeit und die ISO-Zahl. Und wir beschäftigen uns, wie gesagt, heute in diesem Video mit der Blende. Die Blende ist für mich eigentlich das wichtigste Instrument, denn sie lässt dich am kreativsten werden in der Fotografie. Die Blende, was ist das eigentlich? Die Blende sitzt vorne im Objektiv drin und du kannst es dir vorstellen wie eine kleine runde Öffnung, die man größer oder kleiner machen kann. Und diese Öffnung lässt dann entweder mehr Licht, wenn du sie weiter öffnest, rein und dieses Licht fällt dann auf den Sensor. Oder aber, wenn du sie weiter schließt, fällt logischerweise weniger Licht auf den Sensor und das Bild wird damit dunkler. Die Blende kann ich bei mir an der Kamera hier vorne an diesem Einstellrad einstellen. Manche Kameras, die ein bisschen kleiner sind, die wirkliche Einsteigerkameras sind, die haben meistens nur ein Einstellrädchen und dann muss man noch eine spezielle Taste mit dazu drücken. Das kannst du dir einfach mal in deinem Bedienmenü anschauen, wo diese Taste genau liegt, aber es ist eigentlich immer relativ einfach, die Blende einzustellen. Wenn ich hier vorne an diesem Rädchen drehe, kann ich sie in die Richtung weiter öffnen oder aber auch weiter schließen. Du siehst jetzt auch sehr schön, wenn ich an diesem Einstellrad drehe und die Blende weiter öffne, dass die Lamellen, die da drum sind, sich bewegen und damit die Blende halt größer wird. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung drehe, dann wird die Blende entsprechend kleiner. Also die Lamellen ziehen sich weiter zusammen und dadurch wird das Loch, also die Öffnung, kleiner. Die Blende funktioniert eigentlich wie das menschliche Auge. Denn wenn es sehr, sehr hell ist, dann schließen sich meine Pupillen automatisch etwas, damit nicht zu viel Licht in meine Augen kommt. Und genauso machst du es mit der Blende auch. Wenn es sehr, sehr hell ist, dann musst du die Blende weiter schließen, damit das Bild etwas dunkler wird, damit wir eine normale Belichtung bekommen. Und andersherum, wenn du jetzt in einen dunklen Raum kommst, dann wirst du feststellen, dass deine Pupillen sich weiter öffnen, damit genug Licht noch auf deine Augen fallen und du am Ende auch noch genug siehst. Damit wir in der Fotografie jetzt wissen, um welche Blende es sich handelt, mit welcher Blende wir überhaupt fotografieren, gibt es sogenannte Blendennummern. Und die geben quasi an, wie weit geöffnet oder wie weit geschlossen diese Blende ist. Man nennt sie auch F-Nummern oder F-Stops in Englisch. Und da gibt es zum Beispiel jetzt hier bei mir die Möglichkeit, meine Blende auf 2.8, also auf F2.8 zu stellen. Das ist die größtmögliche Öffnung meiner Blende hier bei diesem Objektiv und das kann ich dann hochdrehen und damit also die Blende quasi schließen auf Blende 22. Das ist die maximal geschlossene Blende bei diesem Objektiv. Jedes Objektiv hat also unterschiedliche Blendenwerte, die du einstellen kannst. Ja, also
gerade Festbrennweiten. Dazu kommen wir noch in einem späteren Video, was Festbrennweiten genau sind. Aber die haben zum Beispiel meistens eine weiter geöffnete Blende als Maximalöffnung. Und Zoom-Objektive haben da eher eine weiter geschlossene. Jetzt ist es so, dass eine weit geöffnete Blende mit einer kleinen Blendenzahl einhergeht. Das ist am Anfang vielleicht etwas verwirrend. Aber eine weit geöffnete Blende hat zum Beispiel f2.8 und eine weit geschlossene Blende hat eine sehr hohe Blendenzahl, also zum Beispiel f16. Und das muss man sich am Anfang merken. Es ist etwas verwirrend, weil es eigentlich irgendwie konträr wirkt. Aber es gibt dafür eine ganz plausible Erklärung. Denn f11 oder f8 ist eigentlich nur eine verkürzte Form der Blendenzahl. Denn wenn man sie richtig ausspricht, würde da eigentlich stehen f1:11. Oder f1:8. Also im Endeffekt ist das Ganze eine Bruchzahl. Und wenn dann die Zahl unter dem Bruchstrich immer größer wird, wird die Zahl logischerweise kleiner. Ja, also ein kleines bisschen Mathematikunterricht an dieser Stelle auch noch. Aber so ist quasi das Verhältnis. Es ist eine Verhältniszahl und deswegen macht das Ganze am Ende wieder Sinn, wenn man sie komplett aussprechen würde. Es hat sich aber inzwischen eingebürgert, dass man halt einfach nur noch f11, f8, f2.8 sagt und nicht mehr f1:2.8. Einfach, weil es viel zu lang wäre. Wie gesagt, mit der Blende können wir also zum einen beeinflussen, wie hell das Bild wird. Denn je größer ich die Blende aufmache, desto mehr Licht fällt auf den Sensor, desto heller wird am Ende unser Foto. Und das möchte ich dir jetzt als erstes mal hier in der Praxis zeigen. Deswegen packe ich die Kamera jetzt hier einfach mal auf ein Stativ. Ihr könnt natürlich auch aus der Hand fotografieren. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal konkret hier an einem Beispiel an. So, ich habe jetzt hier mal meine Kamera einfach aufgebaut und habe hier ein schönes Motiv im Vordergrund. Und ich habe jetzt meine Blende mal so weit geöffnet wie möglich. In meinem Fall ist das Blende 2.8. Ich mache jetzt mal ein Foto. Und du siehst, das Bild ist sehr, sehr hell. Es ist eigentlich komplett weiß. Es ist also überbelichtet. Das heißt, es kommt zu viel Licht auf den Kamerasensor und damit wird dieses Bild so hell. Wir müssen also das Ganze ein bisschen dunkler machen. Das heißt, wir müssen die Blende weiter schließen, damit weniger Licht auf den Kamerasensor fällt und damit das Bild dunkler wird. Jetzt drehe ich mal hier an dem Rad einfach weiter. Habe jetzt mal drei Schritte gemacht. Jetzt sind wir bei Blende F4. Ich mache wieder ein Foto. Und du siehst, aha, okay, es wird ein bisschen dunkler. Wenn ich jetzt noch weiter dran drehe, wieder drei Schritte, dann sind wir bei Blende 5.6. Und jetzt mache ich wieder ein Foto. Und man sieht, okay, es wird immer dunkler. Und so langsam kommen wir in einen Bereich, wo das Bild noch nicht richtig belichtet ist, aber zumindest kann man schon mal viele Details sehen. Gehen wir wieder drei Schritte hoch. Jetzt sind wir bei Blende 8. Ich mache wieder ein Bild. Und wir sehen, okay, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Also es ist fast schon perfekt belichtet. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. So, jetzt bin ich bei Blende F11. Oder einfach nur Blende 11, kann man auch sagen. Und jetzt haben wir unser perfekt belichtetes Foto. Das ist also jetzt ein Foto, wo alles stimmt, wo die hellen Bildbereiche hell, aber auch nicht zu dunkel sind und die dunklen Bildbereiche auch entsprechend gut belichtet sind. Von daher ist das hier ein super ausbelichtetes Foto. Gehen wir mal weiter. Ich gehe wieder drei Schritte nach oben. Wir sind jetzt bei Blende 16. Ich mache wieder ein Foto. Und jetzt sieht man schon, okay, jetzt wird das Bild zu dunkel. Weil jetzt ist die Blende schon so klein, dass zu wenig Licht auf den Sensor fällt. So, und einmal kann ich das Ganze noch erhöhen auf Blende 22. Nochmal ein Bild und jetzt sieht man, das Bild ist wirklich richtig dunkel, fast schon schwarz. Ja, und so kann man sich dann immer seine Blende entsprechend aussuchen, damit das Bild richtig belichtet wird. Ganz wichtig an dieser Stelle aber noch, es ist nur eine von drei großen Säulen in der Fotografie, womit man die Helligkeit des Bildes beeinflussen kann. Deswegen ganz, ganz wichtig. Guck dir die nächsten Videos auch an. Es gibt ja noch ISO und Verschlusszeit. Auch damit kann man die Helligkeit des Bildes beeinflussen und alle drei wirken dann am Ende zusammen. Das bauen wir uns dann alles zusammen, wenn wir alle drei Parameter einmal durchgesprochen haben. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, weil wir ja hier natürlich auch viel mit Fachbegriffen um uns werfen, beziehungsweise ich probiere es auch gerade noch ein bisschen zu vermeiden. Der korrekte Begriff in der Fotografie ist eigentlich, dass man sagt, entweder ist ein Bild überbelichtet, ein Bild ist unterbelichtet, ja, also überbelichtet ist zu hell, unterbelichtet ist dann zu dunkel in dem Fall oder ein korrekt belichtetes Bild. Das war in dem Fall jetzt hier bei Blende 11. Nur, dass du da Bescheid weißt, wir werden
das in dem Kurs immer wieder verwenden, diese Begriffe. Aber ich möchte es natürlich am Anfang so einfach wie möglich halten, damit du als Fotografieanfänger auch genau Bescheid weißt. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, welchen die Blende beeinflusst. Neben der Belichtung des Bildes ist es nämlich auch noch die Schärfentiefe. Schärfentiefe bedeutet in dem Fall, dass es immer eine Ebene im Bild gibt, die scharf ist und eine, die unscharf ist. Ich lege ja irgendwo einen Punkt fest, worauf ich fokussiere. Und dieser Fokuspunkt, wie man ihn nennt, der ist in dem Fall dann scharf. Und drumherum gibt es dann eine Schärfentiefe oder auch eine schärfe Ebene. Und die kann ich mit der Blende entsprechend verändern. Wenn ich eine sehr weit geöffnete Blende habe, dann ist diese schärfe Ebene sehr, sehr klein. Und alles, was dahinter oder davor ist, wird entsprechend sehr, sehr unscharf. Und wenn ich die Blende sehr weit schließe, dann erreiche ich genau das Gegenteil. Dann wird alles im Bild scharf. Dann wird auch der Hintergrund scharf und auch der Vordergrund. Das möchte ich mir jetzt mit dir gemeinsam mal kurz anschauen. Wir sind immer noch hier in dem Motiv, was wir gerade eben hatten. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich die Blende verändere und damit jetzt auch die Schärfentiefe beeinflussen möchte, dann würde ich ja auch die Belichtung des Bildes verändern. Und genau da kann ich jetzt entsprechend zum Beispiel mit der Verschlusszeit gegensteuern. Das behandeln wir alles im nächsten Kapitel noch mit der Verschlusszeit. Nur für dich als Info, dass du dich nicht wunderst, warum jetzt das Bild nicht heller oder dunkler wird. Ich werde jetzt die Verschlusszeit immer entsprechend mit verstellen, damit die Belichtung des Bildes immer gleich bleibt. Für dich ist jetzt aber nur wichtig, dass du mal darauf achtest, wie sich die Schärfeverhältnisse in dem Bild ändern. Wie viel Schärfentiefe wir also in das Foto bekommen. Und wir fangen mal wieder ganz unten an. Bei Blende 2.8. Ja, also ich öffne die Blende jetzt ganz weit und wir haben ja gesagt, bei einer weit geöffneten Blende, dass dort wir eine sehr, sehr geringe Schärfeebene haben. Das bedeutet, dass sehr, sehr wenig im Bild wirklich scharf ist und alles andere relativ unscharf wird. Und ich habe jetzt hier mal hinten auf die Berge fokussiert. Das heißt, der Hintergrund wird scharf sein und der Vordergrund sollte entsprechend unscharf sein. Also das, was wir hier vorne sehen mit den Steinen hier, das habe ich auch mit in dem Bild drin. Und das wird jetzt wahrscheinlich bei Blende 2.8 relativ unscharf sein. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Verschlusszeit ist entsprechend eingestellt, sodass das Bild korrekt belichtet ist. Und wir drücken einfach mal ab. So, und jetzt können wir mal hier näher ranzoomen. Und da sieht man, dass der Berg hinten richtig schön scharf ist. Und wenn ich jetzt hier mal weiter nach vorne gehe, dann siehst du, dass die Steine hier im Vordergrund richtig unscharf sind. Ja? Und das können wir jetzt ändern, indem wir die Blende weiter schließen. Wenn wir jetzt alles im Bild scharf haben wollen, müssen wir die Blende weiter schließen. Auch da machen wir jetzt einfach mal wieder ein paar Schritte. Ich werde jetzt mal wieder anfangen, hier in Dreier-Schritten nach vorne zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt als nächstes mal auf Blende 4. Zack. Und jetzt zoome ich mal wieder rein. Berge im Hintergrund wie immer scharf. Und die Steine im Vordergrund sind schon ein Stück weit schärfer geworden, auch wenn sie natürlich noch sehr unscharf sind. Gehen wir aber weiter auf Blende 5, 6 wieder. Belichtungszeit entsprechend anpassen. Foto. Jetzt zoomen wir wieder rein. Berge im Hintergrund sind immer noch scharf. Und die Steine hier im Vordergrund sind wieder ein Stück schärfer geworden. Gehen wir weiter auf Blende 8. Verschlusszeit entsprechend einstellen. Gleiche Belichtung wieder. Und jetzt haben wir hier das nächste Bild. Und das sollte schon relativ scharf sein. Du siehst jetzt hier schon den Unterschied im Vordergrund. Natürlich, die Steine sind immer noch nicht wirklich scharf, aber sie sind schon wesentlich schärfer geworden als bei Blende 2.8. Gehen wir auf Blende 11. Machen wir wieder ein Foto. Und Blende 11, da gucken wir jetzt mal wieder rein. Die Steine im Vordergrund, ja, jetzt sind sie schon fast scharf. Gehen wir noch einen Schritt weiter auf Blende 16. Zack, machen wir wieder ein Foto. Und jetzt siehst du schon, dass die Steine fast komplett scharf sind. Wir können es mal noch probieren auf Blende 22. Machen wir wieder ein Foto. Gucken wir rein. Und jetzt sind die Steine wirklich scharf. Sehr schön. Also du siehst, wenn du die Blende veränderst, wenn du sie weiter schließt, dann kriegst du mehr Schärfentiefe in dein Foto. Das heißt, die ganze 3D-Optik in deinem Bild ist auf einmal überall scharf. Und wenn du halt den Vordergrund oder auch den Hintergrund unscharf haben möchtest, dann öffnest du deine Blende weiter und erreichst damit, dass du bestimmte Motive auch freistellen kannst. Gerade in der Porträtfotografie zum Beispiel ist das auch ein super Thema. Wenn man mit einer geöffneten Blende fotografiert, dann kann man die Person sehr schön vom Hintergrund freistellen, so heißt es in der Fotografie. Und damit hebt sie sich von dem Hintergrund ab, weil der Hintergrund dann eine schöne, gleichmäßige Masse ist und die Person im Vordergrund richtig schön scharf.
Und dadurch lenkt nichts im Hintergrund ab und das wirkt dann immer sehr harmonisch auf einem Foto. Jetzt gibt es noch so ein paar technische Feinheiten, auf die wir achten müssen. So ein Objektiv hat immer einen sogenannten Sweet Spot. Das bedeutet, es gibt immer eine Blende, wo das Objektiv am schärfsten ist. Meistens bewegt sich das so zwischen Blende 5.6 und Blende 8 bis Blende 9. Dieses Objektiv hier zum Beispiel ist super knackscharf bei Blende 8. Wenn man die Blende sehr, sehr weit öffnet, verliert es gerade in den Randbereichen so ein bisschen an Schärfe. Im Bildmittelpunkt ist es aber immer noch knackscharf. Wo es aber wirklich problematisch wird, ist, wenn du die Blende richtig weit schließt, so wie wir es gerade gemacht haben mit Blende 22. Dann entsteht eine sogenannte Beugungsunschärfe und die führt dazu, dass das ganze Bild einfach wieder ein bisschen matschiger wird. Das wirst du vielleicht am Anfang noch gar nicht so sehr merken, aber je weiter du fotografierst, je länger du fotografierst, umso mehr kriegst du einen Blick dafür, dann auch wirklich in der Bildbearbeitung mal zu 100% in dein Bild reinzuzoomen. Und wenn du das dann mal vergleichst, diese Bilder, dann wirst du das wirklich feststellen, dass eine Blende 22 nicht immer optimal ist, um damit zu fotografieren. Das nur als kleiner Hinweis noch, damit du da auch Bescheid weißt. Auch wenn du dir ein neues Objektiv kaufst, dann ist es eigentlich immer wichtiger, darauf zu achten, wie groß die maximale Blendenöffnung ist. Also nicht die minimale Blendenöffnung, ja, also nicht wie weit du die Blende schließen kannst, sondern wie weit du die Blende öffnen kannst. Das steht auch immer auf den Objektiven hier vorne drauf. Kann man hier auch gleich nochmal schön sehen. Hier steht zum Beispiel drauf Nikon Z14 bis 24 mm. Das ist also der Brennweitenbereich. Und dann steht dahinter 1 zu 2.8. Ne? Also das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir also die komplette Beschreibung der Blende dann in einem Verhältnis angeben, wie es hier steht, 1 zu 2.8. Also eine Blende 2.8 ist die maximale Öffnung, die dieses Objektiv leisten kann. Jetzt wird dir manchmal vielleicht auch der Begriff schnelles Objektiv um die Ohren fliegen, wenn du dich in Fotografie-Szenen herumtreibst. Da geht es einfach darum, dass ein Objektiv eine möglichst maximale Offenblende hat. Warum das so ist, das erfährst du dann noch in den späteren Kapiteln. Da geht es dann auch wieder um die Verschlusszeit, da geht es dann um Schnelligkeit. Aber das werde ich jetzt noch nicht so krass vorgreifen, sondern da schauen wir uns dann die nächsten Kapitel genauer zu an. Nur, dass du jetzt schon mal den Begriff gehört hast. Schnelles Objektiv heißt, dass du eine Blende sehr weit öffnen kannst, maximal in deinem Objektiv. Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Objektiven. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass vorne auf den Objektiven auch immer die Blendenzahl draufsteht, also die maximale Blendenöffnung. Und das ist dann auch bei den Objektiven immer ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Zoom-Objektiv drauf, das heißt, ich kann meine Brennweite verändern. Und da gibt es auch ganz oft Objektive, wo die maximale Blendenöffnung dann nicht immer gleich ist, wenn ich die Brennweite verstelle. Das heißt, wenn ich die Brennweite etwas erhöhe, von zum Beispiel 24 mm auf 70 mm, dann kann es durchaus vorkommen, dass die maximale Blendenöffnung auch etwas kleiner wird. Das ist gerade bei so Objektiven, die es zu den Kameras am Anfang immer mit dazu gibt, zum Beispiel der Fall. Die nennt man sogenannte Kit-Objektive. Die sind immer etwas günstiger zu haben, eben weil sie so eine variable maximale Blendenöffnung haben. Das hier ist jetzt ein Objektiv zum Beispiel, das war schon etwas teurer, ja, etwas sehr viel teurer. Und das hat eine durchgängige maximale Blendenöffnung von 2.8, obwohl es ein Zoom-Objektiv ist. Also es gibt auch Zoom-Objektive, die eine durchgängige maximale Blendenöffnung haben. Je nachdem, welches Objektiv, haben die auch unterschiedliche Blendenöffnungen. Aber die sind dann meistens etwas teurer. Wo du aber Geld sparen kannst, sind sogenannte Festbrennweiten. Die kannst du dann nicht in der Brennweite verändern. Das heißt, du kannst hier nicht zoomen. Aber dafür haben die immer eine sehr, sehr weit geöffnete maximale Blendenöffnung. Das bedeutet, da kann es auch schon mal vorkommen, dass du eine maximale Blendenöffnung von 1.8 oder sogar 1.4 oder 1.2 hast. Gerade so ein 50 mm Objektiv mit Blende 1.8 als maximale Blendenöffnung ist super erschwinglich, kostet so um die 100 bis 150 Euro. Also wenn du mal direkt am Anfang ausprobieren möchtest, wie man mit einer sehr, sehr weit geöffneten Blende fotografieren kann und welche Effekte man damit erzeugen kann, kann ich dir nur empfehlen, dir eine günstige Festbrennweite zu kaufen, denn damit kann man dann wirklich richtig tolle Sachen schon erreichen. Jetzt stellt sich dir wahrscheinlich die Frage, naja, Stefan, ist ja alles schön und gut, was du mir hier erzählt hast, aber welche Blende soll ich denn jetzt eigentlich bei welchem Foto verwenden? Tja, wenn das so einfach wäre, aber natürlich kann man so ein paar Richtlinien vorgeben. Wir haben ja schon gesagt, du veränderst auf der einen Seite die Belichtung deines Bildes damit,
Das heißt, wenn du jetzt mitten am Tag unterwegs bist, dann musst du natürlich deine anderen Parameter entsprechend verstellen, damit du ein korrekt belichtetes Bild hast. Wenn du zum Beispiel jetzt hier bei der knalligen Sonne mit einer sehr offenen Blende fotografieren möchtest, musst du entsprechend mit dem ISO oder deiner Verschlusszeit gegensteuern, damit die Belichtung noch richtig ist. Bei der Porträtfotografie zum Beispiel fotografiere ich sehr, sehr gerne mit einer sehr weit geöffneten Blende, zum Beispiel Blende 2.8, weil wir dann einfach unser Motiv, also unsere Person, die wir da fotografieren, sehr, sehr schön freistellen können. In der Landschaftsfotografie, wo ich jetzt hier gerade unterwegs bin, da fotografiere ich eher mit einer geschlossenen Blende. Denn da habe ich das Ziel, dass alles in dem Bild scharf sein soll. Sowohl der Hintergrund, also die Berge, und auch hier der Stein im Vordergrund. Da soll also wirklich alles scharf sein, deswegen dort eine geschlossene Blende. Dann gibt es ja noch andere Bereiche der Fotografie, wie zum Beispiel Sternfotografie. Ja, also wenn du abends rausgehst und die Milchstraße fotografieren möchtest. Da geht es dann gar nicht so sehr darum, dass das alles scharf sein soll. Natürlich soll das Foto auch scharf sein, aber das kann man in dem Fall dann anders erreichen. Da geht es eher darum, dass du möglichst viel Licht auf deinen Kamerasensor fallen lassen musst, weil es ja schon sehr, sehr dunkel ist draußen. Das heißt, es gibt wenig Umgebungslicht und deswegen muss die Blende sehr, sehr weit offen sein, damit der Sensor überhaupt noch genug Licht bekommt, damit du auf deinem Foto überhaupt was siehst. Dann gibt es auch wieder den Fall zum Beispiel Wildlife-Fotografie, wenn du Tiere fotografieren willst. Auch da ist es sehr wichtig, dass du eine sehr schnelle Verschlusszeit hast, damit du deine Bilder entsprechend scharf bekommst, weil die Tiere sich sehr schnell bewegen können und so weiter. Das besprechen wir gleich in dem nächsten Kapitel. Aber auch da ist es dann wieder wichtig, dass du mit der Blende entsprechend gegensteuerst. Und so gibt es für jeden Teil der Fotografie eigentlich immer so bestimmte Richtwerte. Aber ich sage auch immer ganz klar, die Fotografie ist nicht dafür da, um Regeln zu befolgen. Die Fotografie ist dafür da, um Regeln zu brechen. Denn gerade Leute, die in der Fotografie Regeln brechen, die werden meistens die erfolgreichsten damit, weil sie nämlich einen ganz bestimmten Stil entwickeln. Und deswegen kann ich dir jetzt auch wieder immer nur sagen, probiere dich in den verschiedenen Sparten der Fotografie aus und vor allem jetzt probiere mal aus, mit der Blende zu spielen und was die Blende bewirkt, damit du einfach ein Gefühl dafür bekommst mit deiner Kamera, was die Blende am Ende mit deinen Bildern macht. Ein ganz wichtiger Punkt auch noch, bevor du jetzt anfängst zu fotografieren. Du musst deine Kamera in einen entsprechenden Modus umstellen, damit du die Blende überhaupt verändern kannst. Wir werden auch über die verschiedenen Modi noch sprechen in einem extra Kapitel. Das kommt auch noch. Nur so viel vorweggegriffen. Es gibt insgesamt 4 Kameramodi, die man einstellen kann. Den manuellen Modus zum Beispiel, wo ich jetzt gerade drin bin. Und da kannst du alles einfach einstellen, wie du möchtest. Es gibt im Endeffekt 2 Modi, die du jetzt am Anfang benutzen kannst. Entweder den manuellen Modus, also den M-Modus, oder aber den A-Modus. Das ist der Aperture Priority Modus, so nennt man ihn auf Englisch. Heißt einfach, dass du die Blende dort einstellen kannst und die Kamera macht den Rest. Das sind die beiden Modi, die du einstellen kannst. Das kannst du hier oben entsprechend verändern. Über die Knöpfe an der Kamera haben wir ja schon gesprochen. Du weißt also, wo du deinen Modus einstellen kannst. Das Video zu den verschiedenen Kameramodi, das gibt es natürlich dann auch noch später entsprechend in diesem Videokurs. Das waren jetzt schon relativ viele Informationen in diesem Video, das weiß ich. Ich hatte ja selber die Phase, wo ich das alles gelernt habe. Und bei mir war es auch wirklich so, dass ich mir diese Videos öfter angeguckt habe. Ich habe Bücher gelesen, ich habe auch ganz viel ausprobiert. Und das ist jetzt das richtige Stichwort, ausprobieren. Ich möchte dir jetzt eine entsprechende Aufgabe geben nach diesem Video, dass du rausgehst mit deiner Kamera oder auch drin in der Wohnung was fotografierst, wenn schlechtes Wetter ist, aber dass du ausprobierst, mit der Blende zu arbeiten, dass du dir bewusst machst, was die Blende macht mit der Belichtung des Bildes und auch mit der Schärfentiefe. Spiele mit der Schärfentiefe, das ist wie gesagt das kreativste Werkzeug eigentlich in der Fotografie, zumindest für mich, und probiere einfach aus, in welcher Situation die Schärfentiefe wie eingesetzt werden könnte. Und vor allem, brich auch mal eine Regel. Mach doch auch mal ein Porträt mit einem scharfen Hintergrund oder geh mal raus in die Landschaft und mach auch mal ein Bild mit einer offenen Blende, wo der Hintergrund oder der Vordergrund unscharf sind. Auch das ist möglich, auch das wird schon gemacht in der Fotografie und werd da einfach kreativ. Das möchte ich, dass du das jetzt mal machst und deine Blende und deine Kamera entsprechend noch besser kennenlernst. Also, viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video.